Ich habe ja schon gesagt, dass Sie für diesen Film nach Kassel zurückgekehrt sind, in Ihre Heimat. Na, jetzt aber Schluss. Und da habe ich richtig einen Wutanfall gekriegt, auf den Tisch gehauen, gesagt. Ich, jeden Abend tue ich dem die Zahnspange rein, wenn ich nach Hause komme. Die kostet ja auch 3000 Mark, ne? So eine Zahnspange, ja, ja. Zahnregulierung. Jeden Abend gucke ich, ob er die nicht ausgespuckt hat. Mhm. Und jetzt wollen Sie mir nicht sagen, wie der in der Schule steht. Ich kümmere mich seit 5 Jahren um diesen Bengel. Und dann haben wir geheiratet, damit das endlich auch nach außen hin seine Richtigkeit hat und seine Richtigkeit hat, irgendwie anerkannt ist. Waren die Kinder schwierig? Nein. Nein. Normal. Also normal, weil die, nein, nicht schwierig. Von Ben denkt man immer, das sei so ein Rabauke. Ja, ja, das ist auch so ein Imagezeug, ne? Das ist ein ganz zarter, lieber Mensch. Vielleicht auch zum Schutz wie sein Fastvater? Ja, kann sein, ja. Das ist ein Image nach außen, glaube ich. Reden Sie über sowas, über dieses? Ja, natürlich. Da reden wir nun wirklich drüber. Gefällt Ihnen das Image? Nein. Naja, aber weil man das ja gar nicht lange durchhält. Man muss ja auch mal weinen können und ein bisschen nett. Mhm. Einmal hat er eine Fete gemacht, glaube ich, zu Hause. Und da sind Sie einen Tag früher zurückgekommen. Ja, das erzählt sich gut. Nein, nein, ich kam in meine Wohnung. Wir waren einen Tag früher zurückgekommen und dann war Halligalli da. Also Punker und Rocker und Schnocker und alles so verkleidet und Bier trinken und es roch wie in einer jungen Turnhalle, also nach Schweiß überall. Und ich mach die Tür auf und sag, komm rein, Bier steht in der Küche. Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Und da, ja, da hinten. Und überall war abgedunkelt, überall lagen Matratzen rum und überall waren sie am Knutschen. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt. Ja, was machst du jetzt? Ich wollte ins Bad, da lagen zwei in der Badewanne und so. Und diesen hier und ich dachte, was ist das? Das war keine schlechte Fete, so wie Sie es beschreiben. Nein, die Fete war total in Ordnung. Ben war schon müde, wollte ins Bett gehen. Da sag ich so, jetzt ist. Du bist Gastgeber, nicht? Der Gastgeber geht als Letzter ins Bett. Ich gehe jetzt wieder weg, gehe ins Hotel. Wenn ich morgen komme und das ist nicht astrein aufgeräumt, dann ist aus. Dann kannst du was erleben. Mhm. Und ging weg. Und am nächsten Morgen war alles tipptopp aufgeräumt. Also ja, perfekt. Ja, ja, so. Ja, nee. Ja. Aber wo ist da die Grenze, ob man was zulässt oder ob man von langer Hand sagt, okay, ich verstehe das. Wir sind einen Tag früher angekommen, das ist ganz klar. Aber du gehst jetzt nicht ins Bett, nur weil dir schlecht ist, weil du zu viel getrunken hast, sondern du sorgst dafür, dass das wieder so ist, wie es vorher war. Mehr muss ja nicht. Machen lassen halt, an der langen Leine, ja. Aber schon so Linien aufzeigen. Ja, Linien aufzeigen, also von langer Hand. Oder wenn, natürlich, man weiß es ja, es wird geraucht heimlich, es wird das alles. Und wenn man das aber weiß, kann man damit ja lernen, umzugehen. Denn man sagt, also Meret, was die Schwester war, ging immer in eine Disco mit 13 schon. Ich wusste aber, wo die Disco ist. Nürnberger Straße? Ja, keine Werbung, bitte. Gibt es den Laden überhaupt noch? Nein. Nee, meine ich. Also kann man es ja sagen. Dann habe ich den Besitzer angerufen und gesagt, das ist meine Tochter, die kommt da jetzt hin und bitte pass mal auf, nicht? Und wenn Polizei kommt und so, die ist noch unter 15, dann pack die weg und so. Und dann schick die bitte um Punkt 12 nach Hause. Und dann wusste ich ja, wo sie war. Das ist ja besser, als wenn man das nicht weiß. Mhm. Also es war wie ein Kinderhort, nur halt nachts. Eine Nacht-Tagesstätte, ja? Nee, Nacht-Tagesstätte, gut. Nachthort, ja, richtig.